Siebte Rennen mit der Startnummer 1 Power Adam. Seine siebte Platz in Baden hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Habt ihr aber auch das Rennen von hinten einen Angriff nehmen müssen. Baden weiß ich nicht, glaube ich, auch nicht ganz so optimal für ihn, oder? Nein, es war alles nicht so optimal. Bei mir hat er natürlich einen großen Stein, durch das, dass er mich, dass ich das erste Rennen nach langer Zeit wieder mit einem Gewinner habe dürfen. Und ja, ich halte immer auf ihn. Und der Einser, glaube ich, ist von Vorteil für ihn. Braucht eigentlich auch ein verstecktes Rennen, der lange Einlauf. Ich glaube, das passt gut. Ja, mit der Steffi, das letzte Mal hat er mir eigentlich recht gut gefallen. Auch deutlich stärker als die Rennen davor. Viel stärker, ja. Also war viel ist auch gesteigert. Also wie gesagt, ich erwarte mir schon ein bisschen was. Es sind natürlich immer schwere Gegner drinnen, aber ein schönes Platzgeld. Siebte Rennen, Start in die Super-Finish-Wette und da geht es mit der Elfat Miracet. Die hat vor 3 Wochen ihr Überlegen gewonnen. Letzte Mal seid ihr da ein bisschen irritiert gewesen, deswegen ist gleich am Anfang gesprungen. Sag mal, es gibt schon 1-2 gute Gegner hier im Bewerb, aber ansonsten schon mit sehr guten Siegchancen die Elfat Mira im Ablauf. Ja, Abacus Prime ist ein sehr gutes Pferd und auch andere noch. Und ja, es ist halt letztes Mal haben wir, war am Start eine kleine Dingsbehinderung, aber da ist ein sehr feiges Pferd und dort ist gleich gesprungen. Und wenn sie einen schönen Rennverlauf hat, hat sie für mich auch unter die ersten 3 eine Top-Chance. Und sie kann alles, aber sie kann auch springen. Siebte Rennen, Hans-Schieder-Rennen, Auftakt in die Super-Finish-Wette, Dominik, der Franz gesperrt. Somit darfst du den Abacus Prime fahren. Bist du auch schon gefahren im Championat der 5- und 6-Jährigen, 4. Platz. War die gut unterwegs. Er ist auch gut in Schuss. Sieg gelingt keiner, aber das liegt einfach daran, weil er in einer starken Gewinnklasse ist. Ja, genau. Also er ist sehr stark drauf zurzeit. Wird auch immer besser, wie man sieht, er ist letzten Start auf 1600 Meter, was eigentlich nicht so seine Distanz ist, hat er seinen Rekord um, glaube ich, fast eine Sekunde verbessert aus der zweiten Startreihe. Und ja, jetzt ist er auf 2-1 in Ebrechtsdorf, was ihm, glaube ich, noch ein Tick mehr taugt. Und ja, ich denke, dass die Chancen sehr gut ausschauen. In Ebrechtsdorf, wenn ich es richtig im Kopf habe, immer unter den ersten 3 gewesen. Hauptgegnerin wahrscheinlich Elfat Miracet, so wie er die letzten Rennen gegangen ist und Gegner, die er gehabt hat. Er war schon Dritter hier zu der Elfat Mira. 2-1, könnt ihr da den Spieß umdrehen vielleicht? Na, ich hoffe doch. Ja, natürlich, Elfat Miracet ist der Gegner, vor allem da in Ebrechtsdorf, wie man weiß, sind da die Pferde vom Hubert immer top in Schuss. Letztens, wie er Dritter war zu ihr, auch wieder zweite Startreihe gehabt. Jetzt natürlich ein überschaubares Feld. Ja, ich denke, dass ich die Statistik halten kann, dass er unter den ersten 3 bleibt. Und natürlich wollen wir in Favoriten ein bisschen sigieren heute.